Deutschland unsicher. Ich bin jedes Wochenende das ganze Jahr über in Deutschland unterwegs. Also neben der Mallorca bin ich in Deutschland unterwegs. Das ist ja nicht, dass ich nur auf Mallorca rumrenne, sondern eben hin und her. Aber es geht jetzt ganz normal weiter, die Saison ist vorbei. Und jetzt am Wochenende mal Deutschland, Österreich, Schweiz, je nachdem, wo ich gerade bin. Wann kommst du denn mal zur Erholung? Ich meine, irgendwann musst du doch mal Urlaub machen, oder? Erstmal gar nicht, weil nächsten Monat meine eigene große Konzerttournee beginnt. Und ja, dann ist erstmal nichts mit Erholung. Aber ab nächsten Monat, also so die ersten 3 Wochen vom November, habe ich noch ein bisschen Ruhe. Unter der Woche kann ich mich ein bisschen mehr erholen. Der Oktober war jetzt ein bisschen übel, man hört es an meiner Stimme. Aber ab nächster Woche kann ich mich dann ein bisschen erholen. Und im Januar habe ich dann frei. Wie geht der Mann eigentlich damit um? Ich meine, du bist ja zu erzählt, Häschen irgendwo? Wir fahren gemeinsam runter, aber wir sind allgemein beide sehr hibbelig. Also wir sind, er ist zwar nicht ganz so hibbelig wie ich, nicht so ein Chaos-Typ wie ich, aber wir sind beide sehr Lebemenschen. Also wir, wenn wir frei haben oder so, dann sind wir vielleicht 1-2 Tage mal so ein bisschen zu Hause, ja, ein bisschen erholen. Und dann sagen wir aber schon, dann schauen wir uns schon an und sagen, Schatz, können wir jetzt wieder irgendwas machen, weil es wird langweilig. Also wir sind wirklich so, dann packen wir uns Sachen und fahren irgendwo hin oder treffen uns mit Freunden oder unternehmen irgendwas. Also wir sind allgemein keine Couch-Potatoes. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Mario. Wie wichtig, also Mario Pascha, dein Bodyguard, wie wichtig ist er für dich? Für mich ist er sehr wichtig, also so menschlich, aber auch beruflich natürlich. Weil er einfach, viele sind ja so, die sehen ihn. Und wenn er so in Gedanken ist, dann sage ich mal, mein liebevoller kleiner Gorilla. Aber positiv gemeint. Weil Silberrücken sind ja stolze, große Tiere, ja. Und ich finde, er sieht ein bisschen so aus. Also ich finde, das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment, Schatz. Und viele haben ein bisschen Angst vor ihm, habe ich das Gefühl. Und dann ist er aber immer so, er merkt das dann immer sehr schnell, wenn jemand so ein bisschen eingeschüchtert wird. Und er bringt dann immer eigentlich sofort einen Witz, grinst, macht Grimassen. Und dann sind die Leute eigentlich mal ganz entspannt. Und das finde ich so schön an ihm, weil er eben auch so menschlich ist. Also ich kann bestätigen, er ist völlig herzlich, der liebe Mario. Ich habe ja mit ihm im Ring gestanden. Und er hat den Kürzeren gezogen. Er ist in die Ecke gegangen. Er ist in die Ecke gegangen? Ah, soll ich das glauben? Okay, alles klar. Mia, vielen lieben Dank und auf viele weitere Veranstaltungen auch hier in Mallorca, danke, dass du dabei bist. Auf jeden Fall, ich freue mich. Und ich höre es auf zu reden. Ich sage Dankeschön, wirklich. Ich verneige mich vor euch. Ihr seid absolut großes Kino. Absolut die absolut geilsten Feierleute überhaupt. Ich danke euch. Dankeschön! Ja, liebe Mia, komm noch einmal ganz kurz zurück. Ihr habt das Album gesehen. Finde ich gut. Genau, richtig passend. Sie kann ja nicht alles schenken. Kauft das neue Album, es ist geil. Liebe Mia, vom gesamten Original Mallorca-Team, du warst in diesem Jahr bei allen Veranstaltungen, sagen wir ganz einfach, tausend Dank, du warst die absolute Königin, du warst die Bereicherung. Wir sehen uns im nächsten Jahr und wir wünschen dir erstmal für deine kommenden Startkonzerte alles Gute, schönes Weihnachtsfest, dir, Mario und lieber Peter, Dankeschön und guten Rutsch. Wir sehen uns 2018, Applaus für Mia Julia! So, liebe Gäste, das war natürlich ein feiner Abriss, ne? Wir reißen heute noch ab und ganz ehrlich, wir feiern friedlich mit Verstand, das war immer eine Hilfahrt. Wir sagen auch Dankeschön an euch, dass ihr so zahlreich heute gekommen seid. Und weiter geht's jetzt, bevor der nächste Künstler kommt. Hier ist er, aus dem Megapark, hier ist DJ Juanjo. Okay, Freunde. Johnny, 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 Johnny
möchte nur eins, ich möchte mein Glück. Alles egal, ich will alle zurück. Scheiß auf den Job. Digga, du bist der Hammer. Pass mal auf, die heben jetzt für dich die Hände. Alle Hände hoch für Florian. Die Maschine aus Hügelhoven. Kürze, vier, schnell, schnell. Yes, Captain Johnny Depp. Wasserstand, meine Finger. Heute seh ich dich endlich wieder. Warum jetzt? Warum heute? Wir sind einfach keine Leute. Wir stehen am Meer, hinter uns die Wellen. Ihr sitzt nur da, seid die Stunden am Zählen. Es ist perfekt so, das ist mein Leben. Es kann für mich besseres Leben, alle. Scheiß auf den Job. Scheiß auf mein Geld. Egal was ihr sagt, egal was ihr denkt. Ich möchte nur eins, ich möchte mein Glück. Alles egal, ich will alle zurück. Scheiß auf den Job. Scheiß auf mein Geld. Egal was ihr sagt, egal was ihr denkt. Ich möchte nur eins, ich möchte mein Glück. Alles egal, ich will alle zurück. Kommt alle nächstes Jahr nochmal nach Mallorca. Da sind wir alle zu Hause. Wo sind die Hände? Und wir klatschen. Ich möchte mein Glück, alles egal, ich bin mal.